Moin Leute, willkommen zu diesem neuen Video. Ich versuche jetzt gerade meine letzten beiden Runden im Plattform Cup mit Geldpreisen zu spielen. Mal schauen, was wir reißen werden. Und es geht diese Runde nach Blizzante Pack. Livestream habe ich beendet. Danke, dass ihr alle dabei wart. Und jetzt werden die noch ganz normal aufgenommen. Damit ich nicht nur Streams habe, sondern auch ein normales Video wieder von Fortnite, was ich für eine Montage verwenden kann. Das wird jetzt 5% fertig noch? Alles klar. ja, es wird auf jeden Fall in der nächsten Zeit jeden Cup, den ich spielen werde, wird aufgenommen und gespielt. Damit ich Cup-Highlights machen kann. Mal schauen, was ihr davon hält. Haltet? Ich glaube, das ist das. Und ja. Das Lazy Aimbot. Aha. Level 100. Oh oh. Der geht jetzt nicht ernsthaft auf mein Haus. Oder? Doch, geht er. Doch, ja. Er geht auf mein Haus. Das ist mein Haus, du Bubi. Tech. Meine Tech, sehr, sehr wichtig. Munitionskiste. Auch sehr, sehr wichtig. Ja, sehr wichtig. Noch mal einen Punkt kassiert. Wir sind im Moment top 37%. Also eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, ganz oben sind welche bei den 100er Bereichen. Wir haben 60 Punkte. Hier mal eine ordentliche Runde rausholen würde, dann würde ich auch 100 Punkte kriegen. Stimmt, und jetzt spiele ich wahrscheinlich auch gegen etwas leichtere Gegner, weil ich nicht so viele Punkte habe. Das bedeutet nicht weniger Spannung. Immer die Türen hinter sich schließen. Nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Die Tech. Weil ich glaube, dass die ganz wichtig sein wird. In manchen Situationen ist halt die Tech besser und manchmal halt die aufladbare. Ist wieder ein Gegner gestorben. Es hat einfach nicht geschossen. Ja, wow. Genau in solchen Situationen ist die Tech besser. Okay, jetzt gleich letztes Match. 22 Punkte haben wir. Okay, letztes Match. Safety first. Und komplett schwitzen. Let's go. Dafür nehmen wir natürlich meinen Main. Gehen in den gleichen, anderen gleichen. Und oben.
Let's go mit Umgleiter. Wird's jetzt was? Natürlich, wenn ich nur einen Punkt die Runde. Okay, jetzt bin ich wahrscheinlich nicht so weit vorne. Werde ich wahrscheinlich auch nicht gegen allzu heftige Spieler spielen. So wie welche, die ganz, die in den Top 100 sind. Und dann müssen sie gegen die heftigsten Spieler der Welt spielen. Ja, der Plattform-Cup mit Geldpreisen. Ah, wir können wir Experten erkennen. Ich glaube, das wird keine gute Runde. Dann spiele ich auch gegen welche, die gerade erst anfangen mit dem Cup. Ich bin jetzt schon bei meiner 10. Runde. Das sind der letzten. Machen kann. Aber die wird jetzt richtig nochmal durchgeschwitzt. Ich bin schon wieder durchgeschwitzt. Also es wird schon keine leichte Aufgabe. Mitnehmen. Ganz wichtig, dass die Pump mit dabei ist. Ich habe gerade echt den Anschein, dass ich hier mal lieber die weglassen sollte, wenn ich eine gleich gute Tag finde. Mal schauen, wird das eine gute Runde oder eine schlechte Runde? Man weiß es nicht mehr meist. Ich weiß, wo sie ist. Es ist hier vorne. Welchen Berg muss ich denn noch? Ja, auf den hier. Da gehen wir doch mal ganz gechillt hin. Ich spiele safe gegen welche, die gerade erst anfangen. Es gibt safe diese Leute, die fangen erst am Ende an, damit sie gegen, also in der letzten Stunde fangen die erst an, damit sie nicht gegen die Pros ran müssen. In den ersten Runden. Und dann als erstes gegen ja nicht so kranke Spieler spielen können. Das ist wahrscheinlich schon eine Taktik. Sind hier drin so Minis? Okay, die Runde spielen wir nicht safe. Die wird jetzt richtig spannend. Also die letzte Runde und die dann nochmal noch richtig spannend werden. Da unten ist einer. Der bleibt nicht stehen. Das ist Problem Nummer 1. So kann ich ihn halt nicht snipen.
Ja, vor dem habe ich jetzt etwas mehr Schiss als gegen andere. Also es waren nur die Bots. Gott, ich dachte gerade, der hat echte Gegner gekillt. Also einen. Okay, das war klar. Er geht Authority. Macht sich da hinten gerade das Lagerfeuer an. Da drüben ist er. Er hat mich gesehen. Okay, er ist im Kampf eingewickelt. Ja, der Tolle wurde tatsächlich noch nicht gelootet. Das hätte ich nicht gedacht. Okay, das ist ein echter, glaube. Ja, das ist ein echter Bot. Ein Hit. Schade, GG, Leute. Bis zum nächsten Mal.